Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spin Tires Mud Runner. Schön, dass du wieder dabei bist. So, nächtliche Safari. Ich finde den Anhänger im Sumpf und bringe ihn zum Lager. Jawohl, wollen wir starten. Kleiner Hinweis noch, ich habe in den Kommentaren gelesen, dass sehr viele von euch sich das Spiel vielleicht für die PlayStation 4 holen wollen. Deswegen habe ich euch dafür auch einen Link in die Videobeschreibung gepackt. Und wenn ihr schon immer mal meinen Kanal kostenlos unterstützen wolltet, nämlich weil ihr es ja eh bei Amazon kauft, dann nutzt doch gerne den Link. So einfach kann man YouTuber unterstützen. Vielen Dank dafür und auch für all die anderen, die 15% vom Preis gespart haben, weil sie über den Games Planet Link bestellt haben. So. Genau, schließe die Challenge bei Nacht bis 6 Uhr, bereiche alle Beobachtungspunkte, finde strahlende Blumen, um Gottes Willen. So, wir können jetzt erstmal hier die, und ihr habt euch natürlich gewünscht, wir sollen immer hier in dieser Shoulder-Cam Seitenperspektive ver... Ach du lieber Gott. Das habt ihr euch gewünscht, das machen wir natürlich mal. Alter, was ist das denn für ein Fahrzeug hier? Wow. Da sitze ich drin. Ja, die Ego-Perspektive muss ich auch einräumen. Die ist noch sehr gewöhnungsbedürftig. So, und jetzt sollen wir hier Okay, du. Und der erste Beobachtungspunkt ist in nordöstlicher Richtung. Was um alles in der Welt. So, ich schäme mich übrigens nicht, wenn ich in diesem Spiel Fehler mache. Und schneide die nicht raus, so wie es vielleicht andere tun. Und ich bin niemals mit dem Anspruch hier rangegangen, zu sagen, ich kenne dieses Spiel nun auswendig und kann euch alles erzählen. Sondern, und das ist auch mein Konzept in diesem Kanal, wir werden das gemeinsam entdecken. Und ich werde nicht, und habe das auch in den letzten drei Videos nicht für eine, für den Product Placement, mein gesamtes Kanalkonzept umschmeißen, denn das bin dann nicht mehr ich. Ja? Die Videos in meinem Kanal dienen dazu, wie wir beide, also du und ich gemeinsam, wir sind zu weit gefahren, wie du und ich gemeinsam Dinge entdecken. Und das können wir nicht, wenn ich irgendwie vorspiele oder sonst irgendwas mache. Und natürlich ist man auch, wenn man so ein Video mal aufnimmt, wenn einem dann im Video Nummer 1, ja, wenn dann da gezeigt wird, drücke die Taste F, um die Seilwinde zu benutzen. Ich nehme das Video auf, dann habe ich einen halben Tag Pause, mache andere Dinge. Ich bin selbstständig, ich habe so viele Dinge im Kopf, ja. Dann ist auch klar, dass ich, wenn ich dann ein paar Stunden später das nächste Video aufnehme, dass ich das schon längst wieder vergessen habe. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Ja, auch YouTuber sind Menschen. So. Und wenn wir jetzt noch stundenlang im Kreis fahren, dann ist das halt so. Dann kann ich es auch nicht ändern. Ja, auf jeden Fall kommen wir hier jetzt zumindest schon mal voran, ohne dass wir irgendwie hängen bleiben. Aber mir scheint, dass wir irgendwie möglicherweise auch in die falsche Richtung fahren. Ja, die Straße, die hier jetzt weitergeht. Okay, vielleicht Beobachtungspunkt, vielleicht kommen wir jetzt erst zu dem Beobachtungspunkt, keine Ahnung. Aber ich kann immer nur mal sagen, wie geil sich das anfühlt. Das erinnert mich so ein bisschen an The Hunter. The Hunter zeichnet sich auch aus dieser wunderschönen Landschaft und das... Wo ging denn jetzt hier noch ein Weg lang? Hier vorne? Ernsthaft? Ist ein bisschen eng, oder? Soll das wirklich so sein? Also mir gefällt es jedenfalls, wenn man die Map sehen kann, besser. Wo war denn das jetzt? Hier? Da? Hier? Ich hab doch keine Ahnung! Das ist ein See, da fahren wir besser nicht rein. Vielleicht jetzt hier entlang? Zumindest würde ich die Richtung so grob... Naja, auch nicht. Und wenn hier ein See ist, dann müssen wir eigentlich hier rumfahren. Aber da sagt er mir falsche Richtung.
Wenn wir in den See reinfahren, dann bleiben wir eh stecken, ne? Ja, sowas hier zum Beispiel. Natürlich hätte ich das jetzt vorspielen können und dann so tun, als würde ich das wissen. Dann so, oh, ich glaube, es geht hier vorne rechts entlang. Ja, und dann? Was soll denn das dann? Das ist doch Schauspielerei. Das ist doch kein ehrliches YouTube mehr. Also, hier ist auf jeden Fall See. Hier kommen wir nicht weiter. Und das mag ich auch nicht. Ich mag dieses ganze Gekünstelte nicht. Diese Plastikleute, diese Abziehbilder da. Bäh, schrecklich. Da sind wir Simulator-Kanäle doch noch wenigstens ein bisschen authentisch. Und das, ich würde mir auch wünschen, dass das so bleibt. So, da muss ich mich jetzt auch mal aufregen. Jawohl. Wie spät haben wir es denn? Zeit 2 Uhr irgendwas. Ich fahre jetzt einfach mal hier durch. Wir können ja auch keine Route anlegen, weil wir... Aha! Durchs tiefe Wasser. Das heißt, im Prinzip haben wir es richtig. Wie soll ich denn... Was? Wie soll ich denn da... Müssen wir dann jetzt hier durchs Wasser fahren und uns Punkte suchen? Wie wir irgendwie da rüberkommen? Da würde ich sagen, wir fahren hier lang. So würde ich es probieren. So. Nicht davor fahren. Sehr gut. So, dann so Sachen wie alle Fahrzeuge haben Winde. Danke für die Info. Dann können wir uns also zur Not hier auch rausziehen. Sollten wir uns festfahren. Jetzt haben wir allerdings schon 3.44 Uhr und es wird nicht besser. Ich muss da, glaube ich, mal einmal mit der Winde ran. So, dann probieren wir es auch mal. F mit der Winde und dann müssen wir natürlich Gas geben. Huch. Gut, das hat hervorragend funktioniert. Nochmal. So, F. Gut, die Bäume haben wir gefällt. Aber hinten auch, was sind das? Hinten haben wir auch eine. Wir ziehen damit nur die Bäume platt. War auch krass, ne? So, Differentialsperre ist immer an. Also entweder wir kommen jetzt hier raus, oder das war's schon wieder. Vielleicht können wir hier auch mit den Gängen variieren. Na? Ich frage mich halt, wie man dann sehen kann, ob man hier, also wo man hier von der Straße abkommt und so. Also das ist natürlich schon krass. Also nur mit der Winde ziehen wir die ganze Zeit hier unsere... Warte mal, können wir jetzt? Wenn wir so ein Stück rausgezogen haben, wäre jetzt meine Idee gewesen, aber das funktioniert auch nicht. Ah, ist schon geil irgendwie. Also mir macht das riesig Laune, auch wenn ich es vielleicht nicht richtig verstehe, ist mir auch egal. Ah, jetzt kann ich doch gleichzeitig fahren und Winde. Okay.
Das meine ich nämlich, wäre gerade nicht gegangen. So, dann ist die nächste Frage, können wir diese Bäume umfahren? Wenn wir sie mit der Winde wegziehen könnten, jawohl, können wir umfahren. Ja, warum fahre ich hier lang? Weil auf der Map das so aussieht, als wenn das hier so ein Stückchen ist von Wasser, wo wir noch irgendwie dran längs kommen. Allerdings, wir sehen, wie tief wir hier absaufen. Ob das wirklich so geplant war, wage ich zu bezweifeln. Ja, ich glaube für diese Mission war es das. Wir können ja mal eben, wir können ja mal eben schauen. Ah, Moment, da wird, guck mal. Kann es sein, dass hier so ein bisschen angezeigt wird, wie tief das Wasser sein wird? Ist das hier so eine Markierung dafür? Ich weiß es nicht. Wir stecken wieder im Matsch fest. Junge, 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 Junge. So. Ah, so langsam, glaube ich, habe ich es verstanden. Aber wir werden das in der Zeit nicht mehr schaffen, so wie es aussieht. Gut, schließe die Challenge bis 6 Uhr nachts, 6 Uhr morgens ab. Das haben wir nicht geschafft. Da vorne aber haben wir zumindest ein Teilziel erreicht in dieser Folge. Ist doch auch schon mal schön. Vielleicht. Vielleicht saufen wir jetzt Feuer. Oh, oh. Ich hätte jetzt doch gedacht, dass wir uns irgendwie so an diesen Wagen ranziehen können. Vor allen Dingen sollen wir ja auch hier rausholen mit diesem Fahrzeug. Und jetzt sollen wir auch noch drehen hier. Positioniere deinen Truck so, dass du den Anhänger ankoppeln kannst. Fahre rückwärts auf den Anhänger zu. Ich bin froh, wenn ich irgendwie auf den Anhänger zufahren kann. Und guck auch mal, wie alles animiert ist. Auch ziemlich cool. So aus wie ein alter Bauwagen, ne? Wo die Dorfjugend immer am Feiern ist. Immerhin. So, bringen den Werkstattanhänger zum markierten Punkt. Ach, Gott sei Dank sehen wir was. Und das dürfte ja jetzt auch nicht mehr allzu... Ach, du dicke Männer. Ja, das dürfte jetzt nicht mehr allzu schwierig sein, ne? So, fahren wir mal hier rum. Nach hier. Da hätte ich gesagt, dass wir dann hier so lang fahren. Aber keine Ahnung. Wir probieren es mal. Ja, und das ist natürlich klar, ne? Also wenn ihr jetzt dann schreibt, oh, ich habe hier schon 5 Milliarden Stunden in dem Spiel, dass ihr das besser kennt, ist doch logisch. Das ist doch auch vollkommen verständlich. Ups. Aber so cool ist es doch auch zu sehen, wie sich jemand anstellt, der es halt noch nicht viel gespielt hat. So. Ja, jetzt geht's erstmal durchs Wasser hier. Alter. Sehr cool. Also der Map traue ich nicht. Ich würde jetzt eigentlich lieber mehr hier so links fahren, oder? Und jetzt bedenken mal, wir hätten das eigentlich nachts machen sollen. Wer will eigentlich für teuer Geld meinen Service in Anspruch nehmen, diesen klapprigen Wagen aus dem Schlamm zu ziehen? Das ist ja Wahnsinn. Aber wie sich das anfühlt, das ist echt super. Übrigens, als ich sagte, der Russe mag ja solche Wege, hat der Russe 01 sich in den Kommentaren gemeldet. Daran seht ihr übrigens, dass ich nach wie vor alle Kommentare immer lese, denn ihr seid das Wichtigste. Auch wenn der ein oder andere Kommentarschreiber schon mal ein bisschen anstrengend wird, in diesem Kanal.
Ja, weil wenn ihr nicht da wärt, dann würde ich das nicht machen. Deswegen freue ich mich auch immer über jeden Daumen, über jedes Abo und jeden Like. Die Bewertung des Videos ist natürlich euch freigestellt. Ne? Ihr könnt euch auch einen Daumen nach unten geben. So ist es nicht. So. Ja, also wie gesagt, ne? 15% bei Games Planet sparen. Links in der Videobeschreibung, wenn ihr es selber haben wollt. Und die Vorversion noch nicht habt. Ansonsten die PlayStation 4 Version, wenn ich da einen Link für bekomme, via Amazon oder sonst irgendwas, dann packe ich ihn auch in die Videobeschreibung. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne über den Link die Weihnachtsgeschenke bestellen. Einfach den Link in eure Browserleiste legen und dann beim Shoppen dran denken. So, wir haben irgendwie überhaupt nichts geschafft. Schließe die Challenge bei Nacht ab. Nein. Erreiche den Beobachtungspunkt. Nein. Finde eine strahlende Blume. Das sind aber alles Bonusziele. Und das heißt, in der nächsten Folge können wir die nächste Challenge... oh, Kranfahrer. Oh nein. Bis dann. Tschüss. Oh Gott. Dieses und viele andere fantastische Videos in meinem Kanal gibt es dank der fantastischen Unterstützer auf Tippi. Schau doch mal selber vorbei. tippi.com/Garderobe und erfahre mehr darüber und über die Belohnung und viele weitere Infos zu diesem Kanal. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung.